Wir unterschätzen immer, wie wichtig Rhetorik und Kommunikation eigentlich ist. Und ich habe heute den Kommunikationsprofi schlechthin eingeladen, Dr. Tatjana Lackner. Und sie wird uns einige Tipps geben, wie man wirklich gut rüberkommt. Und dazu habe ich noch zwei weitere Gäste, Sabrina Wilk. Sie ist auf Social Media ein kleiner Star. Und Pascal Sommer, der eben auch sehr gerne mehr in Richtung Kommunikation und Medien machen möchte. Also viel Spaß beim Zusehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tamara Fellner Show. Bei mir geht es heute um Kommunikation und besonders um zwei Punkte, die mir heute wichtig sind, natürlich auch anhand meiner Gäste, wie man in dem Kommunikationsfeld Medien sich gut präsentiert und da vielleicht auch eine Karriere beginnen kann. Und das andere ist Social Media. Was sind die Do's und Don'ts in der Kommunikation? Und da habe ich mir natürlich den besten Profi, Kommunikationsprofi geholt, Tatjana Lackner. Hallo, danke, Hallo. Dass du da ja, bist. Sehr gerne. Sehr gerne. Wollt ihr gleich mal mit euren Fragen losschießen oder fangen wir mal... Los, ich fange auf. Oder einfach mal ganz ehrlich, so wenn jemand einen Beruf im Kommunikationsfeld machen möchte, was ist so wirklich die Basics, die man sich... Also wenn jemand sprechen zum Beruf machen will, und da gibt es ganz, ganz viele, Tamara, ich kann dir die Quote vom Januar sagen, im Januar haben sich 46 an der Schule des Sprechens beworben, genommen haben wir 8. Wow. Also es sind immer deutlich weniger als. Mhm. Im Februar waren es 27, genommen haben wir 3. Ich kann nicht jeden zum Radio und Fernsehen bringen. Die Grundvoraussetzung ist eine Erstanalyse, die mache ich seit 30 Jahren persönlich. Mhm. Da mache ich eine Stimm- und Bedarfsanalyse, ein Sprachmusterprofil und ich werte auch die Rhetorik aus. Mhm. Was bedeutet, es ist einfach wichtig, wenn man jungen Menschen, man kann nicht sagen, ja, ich rede ganz gern und jeden zum Radio und Fernsehen bringen. Ja. Es gilt bei uns im Haus die Quote oder die Regelung, wenn du deine Ausbildung hast, musst du die Ausbildungskosten innerhalb von 1,5 Jahren retour verdient haben. Ich habe jetzt den Deal mit einer, die war im Sommer hochschwanger bei der Prüfung und wir waren alle, um Gottes Willen, reg dich nicht auf, lass das Kind drin. Und die hat halt jetzt den Deal, bis er abgestillt hat, in 2 Jahren. Aber das ist schon die Regelung und das schaffen alle meine Absolventen seit 30 Jahren. Ja. Das finde ich sehr toll, weil solche Ausbildungen sind ja nicht günstig. Bringt aber uns aber auch von wegen Social Media auch Hater, denn du kannst dich nur 2-mal bewerben. Mhm. Und wenn natürlich jemand jetzt sagt, ah, verdammt und so weiter, aber ich halte es für einen Schmarrn, Menschen oder auch in dem Fall sehr oft Eltern, das Geld aus der Tasche zu ziehen und zu sagen, das wird sicher was. Mhm. Ja, die bei uns rauskommen, das wird sicher was, aber es kommen einfach nicht alle rein. Mhm. Denn eine Rhetorikausbildung, man kann bei uns ein Business-Rhetorik-Diplom machen, das ist eine Weiterbildung, das kann jeder machen. Mhm. Aber eine Ausbildung, um auch wirklich zu schauen, kann ich mit meiner Stimme Geld verdienen, das ist schon noch ein anderer Punkt. Ja. Denn, und das erkennen ja sogar die Business-People, natürlich gibt es einen Vorteil, Menschen, die gut reden können, verdienen mehr Geld. Warum? Weil ihnen früher mehr zugetraut wird. Mhm. Also jetzt nimm mal Außendienst zum Beispiel, jetzt noch gar nicht den Sprecherbereich. Wenn jemand dort, der Chef sagt, du kriegst ein größeres Kundensegment, da hat der noch gar nicht mehr gemacht. Ja, Kunststück verdient der mehr, wenn er besser reden kann als. Und das merken viele. Es merken viele auch in Unternehmen, dass man heute, ist das nicht mehr nur eine Frage von, es gibt keine Fernsehansagerin mehr. Mhm. Es gibt, also nicht jeder will Nachrichtensprecher werden, sondern es gibt so viele in der Wirtschaft und in der Politik, wo sprechen, reden können, sich formulieren, einfach ein Thema ist. Mhm. Ja. Ja, Kommunikation überhaupt so wichtig. Wie ist das denn bei dir? Ich denke mal, das ist auch oft ein Ding vom Alter her. Also wenn jetzt jemand, gibt eine Altersgrenze. Wie der Pascal ist sehr jung noch und voll okay und über dem Stimmbruch. Also ich nehme es gibt auch bei Mädels einen Stimmbruch, etwas, was oft die Mütter gar nicht wissen und was ich aber höre in der Stimme. Ich höre auch natürlich, ob jemand die Pille nimmt oder irgendwie hormonengesteuert ist. Das sind alles Themen, die sind schon auch ein Punkt. Also ich meine, man kann die Pille nehmen und eine Sprecherausbildung machen, ist kein Thema. Man kann sogar eine Zahnspange haben während der Ausbildung, auch kein Thema, weil wenn du sie rauskriegst, irgendwann kommt sie raus, hast du gar mehr
mehr Raum im Mund und hast die Lapidarmuskeln schon trainiert. Mhm. Aber es gibt es schon nach unten. Also jemand, der, wo der Stimmbruch noch nicht erledigt ist. Mhm. Ich habe jetzt vor 2 Wochen einen wirklich sehr talentierten 16-Jährigen abgelehnt, weil der ist noch nicht drüber. Und das ist er aber in einem Jahr. Okay. Und wenn er dann die Matura macht, dann soll er kommen. Genau. Ich finde die Matura keinen Fehler, wenn man hat. Warum? Weil Sprechen viel mit Denken zu tun hat. Und je besser meine Allgemeinbildung ist, ich muss dann nicht überall erklären, wie spricht man das aus und so weiter. Mhm. Es ist ein bisschen mehr geflossen. Ja. Na, Wissen ist immer gut. Also das ist nie und vor allem, die können auch schreiben. Die müssen für die Matura eine Fachbereichsarbeit machen. Und du musst bei uns in der Ausbildung auch deinen eigenen Podcast schreiben und ihn selber auch vertonen. Wir haben ein Tonstudio bei uns im Haus, kann man auch bei uns machen. Aber das ist natürlich was, was schon gut ist, wenn man da auch weiß, wie mache ich das dramaturgisch und journalistisch. Okay. Das wäre jetzt sowieso auch, glaube ich, unsere nächste Frage. Was beinhaltet eigentlich die Ausbildung? Ja. Weil für mich ist es auch, das Alter war eben erstens ja wegen Stimmbruch, aber dann noch Selbstbewusstsein, was ja auch so viel mit diesem ganzen Kommunikation zu tun hat. Ja, wobei das was ist, ich sagte, in den letzten Jahren, seit dieser, wir leben in einer Generation von Germany's Next Topmodel und wo jede durchschnittliche Sängerin zum Superstar avanciert. Also ich merke, in den letzten 30 Jahren habe ich eher das andere Problem. Ich habe eher das Thema, dass Dilettanten ohne Lampenfieber auf Bühnen wollen und sagen, gib's Mikro her, ich bin schon super. Das ist auch so spannend. Also ich bin an 5 Unis und unter anderem, ich denke jetzt da gerade an die Situation mit Zweien, er und sie. Er ist super, ich mag ihn gern, der Benjamin schreibt toll und ist ein ganz Selbstbewusster. Also der bei jeder Geschichte, der macht deinen Job, der macht deinen, also er macht jeden Job, Social Media macht er sowieso. Und jetzt habe ich bei einer Geschichte, wo ein Job frei geworden ist, an sie gedacht, in Wirklichkeit an die Bernadette. Die Bernadette ist wirklich, schreibt super, ist ein sehr verhaltenes Wesen und ich zeige die Kriterien dafür. Und sie sagt, ja, kann ich nicht machen, ich war nicht im Ausland. Wo ich sage, von 10 Punkten ist einer nicht erfüllt. Der Benjamin nimmt sie aus der Hand und sagt, passt voll, steht mein Name drauf. Wo ich sage, Benjamin, es stimmt nichts für dich. Ja. Also, weißt du, auch so ein bisschen, wir haben zwei Situationen. Die einen, die sich alles zutrauen, geht schon, lerne ich dann schon. Ja. Ja. Also so nach dem Motto, ja, mache ich, ich muss es nur noch lernen. Und die anderen, die vor lauter zaudern, wo das dann auch nichts wert. Eben. Aber das ist unser Job in diesem Jahr, sie sowohl beim einen ein Stückchen runter vom Gas zu mildern und sie auch so zu challengen, dass sie spüren, wo sind Grenzen. Ja. Und auf der anderen Seite die aufzubauen, wo man sagt, komm, nein, jetzt zicken wir nicht rum, das machen wir. Mhm. Okay. Nimmst du hauptsächlich Leute, die jetzt wirklich Karriere machen in diesem Gebiet? Oder du machst eben auch Kurse gar für jemanden, einfach, der wirklich im Berufsleben ja. Ja, ich habe 46 Trainer und wir haben auf der einen Seite, kannst du ein Business-Rhetorik-Diplom machen, ist eine Weiterbildung. In der Ausbildung sind Menschen, die natürlich das zum Teil vorhaben, zu Sendern wollen, aber nicht nur. Wir leben heute in einer auf Sprache zentrierten Welt, die Podcasts boomen, die Audio-Plattformen, ich denke jetzt an Clubhouse, Twitter Space boomen. Wir sind sehr, sehr knapp davor, dass Voice-Commerce funktioniert, dass die Alexas und Sprachassistenten auch irgendwie demnächst man dort eine Pizza bestellen kann. Also wenn ich meine Alexa frage, wer ist Tatjana Lackner, dann sagt sie dir schon sehr häufig, Tatjana Lackner ist eine Kommunikationsexpertin. Als Kommunikationsexpertin kann sie mal hängen. Also was bedeutet, die Digitalisierung zwingt uns alle dazu, analog besser zu werden. Das klingt pervers, heißt aber, Alexa und Siri können schon reden, ohne Grammatikfehler, fallfehlerfrei, ohne Akzent. Aber Stimmung machen können es noch nicht. Ja. Und dir ein Hörbuch vorlesen zu lassen von Alexa, also wenn man eine daheim hat, das macht noch keinen Spaß. Und das ist unser Job, zu schauen, dass wir in den Moderationen, aber auch in unserem Leben, die Menschen kaufen sich Stimmungen. Und Stimme und Stimmung hat natürlich viel miteinander zu tun. Auf jeden Fall, ja. Seid ihr inspiriert? Auf alle Fälle. Ich finde das mega interessant und ich muss auch sagen, ich bin auch so ein Mensch, eher learning by doing, was nicht immer gut ist, aber auch gut sein kann. Und ich durfte auch bei einem Podcast mitwirken, was mich halt wirklich mega inspiriert hat. Und ja, ich glaube, wenn man so ein Faible dafür hat, dann merkt man das schon ziemlich schnell. Aber ich glaube halt, den Grundbaustein muss man dann mit einer soliden Ausbildung machen. Ja, und also ich weiß, ich bewirtschafte 3 Podcast-Kanäle. Ich habe 25.000 Abonnenten und einen davon
davon habe ich für unsere Sprechlinge ins Leben gerufen. Also wenn du jetzt bei uns die Ausbildung gemacht hast und mit Auszeichnung gemacht hast, weil sonst tue ich es mir nicht mit jedem an, dann hast du die Möglichkeit, viele haben noch keine eigene Homepage oder sagen, wie gehe ich denn das jetzt an? Mhm. Es gibt bei uns auch ein Sprecher-Marketing, damit du dich vermarkten kannst, was ich super wichtig finde, als Ausbildungsstätte nicht nur zu sagen, jetzt bist fertig, sondern was mache ich jetzt damit? Genau. Und die haben die Möglichkeit, ein Jahr in einer Minute, heißt der, in 60 Sekunden zu sagen, ich bin die Tamara, ich erzähle euch jetzt was über und dort kannst auch die Stimme dann hören. Mhm. Und wenn eine Agency, eine Agentur oder ein Tonstudio sagt, hast du nichts, was ich mal anhören kann, dann hast du da so deine eigene Seite und hast du deinen Podcast. Das ist gut. Also ich finde wichtig auch zu schauen, dass man da, dass man auch dran ist. Also es gibt so viele, weißt du, ich schaue fern, weil ich fernschaue. Aber ich schaue ganz oft fern, weil ich Hausübungen mache und meine Moderatoren in der ganzen Welt irgendwo anschaue. Und das ist wirklich, der deutsche Sprachraum ist nicht nur Deutschland, Österreich, Schweiz, sondern ich habe welche von Ostbelgien bis Südtirol. Mhm. Dort wird auch Deutsch gesprochen. Ja. Und das ist natürlich was, wo ich dann oft Jahre später sage, das war eine super Sendung oder du musst mal wieder kommen, was hast du? Und ich haue es dauernd auf. Also in alle Richtungen. Ja. Sehr cool. Pascal, hast du? Voll. Ich habe eine Frage. Ich meine, wenn du vorher gesagt hast, die Alexa kommt jetzt und sie kann ja schon fast so sprechen wie wir, also ohne Grammatikfehler in die Richtung, glaubst du, dass die Zukunft auch sein wird, dass sie irgendwann diese Emotionen auch reinpacken können und der Beruf eines Sprechers ausstirbt? Also, das hoffe ich nicht. Mhm. Aber es ist natürlich, wenn du mich fragst nach der Machbarkeit, dann wissen wir aus den Vereinigten Staaten bereits, dass es machbar ist. Also, wir können heute alle Bilder im Fernsehen sehen. Ich kann dich Dinge sagen lassen, die hast du nie im Leben gesagt. Und es muss dann schon ein Organisationsteam mit Experten her, um zu sehen, was ist fake, was nicht. Und das ist natürlich auch mit Stimme und Stimmung möglich. Es ist momentan noch viel zu teuer, es so zu programmieren, das. Aber das ist letztlich der Aufruf für uns, zu schauen, nein, die Robots dürfen nicht besser werden als. Und noch dabei sind sie es definitiv nicht. Also jedes Hörbuch höre ich mal lieber von einem ausgebildeten Sprecher an, als von irgendwie am Robot. Ja. Aber sie sind in den letzten paar Jahren um so vieles besser geworden. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich das Gefühl habe, wir leben in einer Welt, in der diese 4Ks der Zukunft ist erstens Kommunikation, wie reden wir miteinander, Kollaboration, wie arbeiten wir miteinander, auch agiles Lernen, wie viel nehmen wir den Kunden mit dazu. Das dritte K ist kritisches Denken, das kann Alexa auch nicht so, also wenn ich die was frage, dann weiß sie nie was. Ja. Das stimmt. Und natürlich auch Kreativität, also wir brauchen Menschen, die uns Lösungen und keine Fehler verkaufen, keine Probleme, weil die haben wir eh, sondern. Und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich den Eindruck habe, gerade jetzt auch in der Corona-Zeit hat es unserer Ausbildung zum Beispiel gar nicht geschadet, weil wo du deine Texte einsprichst, ja, das ist, da hast du sogar in der Pandemie was zu tun gehabt. Und wie du die dann wegschickst, jedes Handy ist heute MP3, MP4 fähig, das funktioniert gut. Und was wir auch gemacht haben, das habe ich in dieser Zeit begonnen und sie lassen es mich nicht mehr abdrehen, ich habe einen Lernkreis ins Leben gerufen. Also wenn du bei uns Absolvent bist oder eben am Weg zur Ausbildung, dann gibt es jeden Mittwoch von 20 bis 22 Uhr kostenfrei einen Lernkreis, wo geübt werden kann, weil natürlich das mit dem Üben, wie bei den Hausübungen in der Schule auch, immer so ein bisschen was ist, was dann viele nicht machen oder wie auch immer. Auf jeden Fall. Und das ist, ich habe jetzt versucht, Mike zu fragen, kann ich ihn wieder? Nein, das ist so cool und wir brauchen den. Warum so spät? Weil viele natürlich junge Eltern sind und dann sind die Kinder im Bett und dann funktioniert das. Und ich merke aber auch, dass es vielen Spaß macht. Und wenn man dann das Gefühl hat, ich muss es jetzt vor dir vorlesen, ist es schon ein anderer Challenge nochmals, wenn ich es nur labalalaba für mich daheim alleine mache. Sehr cool. Und auch die Textgenres sind ein Thema. Da sind wir auch wieder ein bisschen in deinem Feld. Denn du wirst bei der, also die Kommission, nach 70 Stunden, das ist ein Jahr, endet eine Ausbildung vor einer menschlichen Kommission. Wir haben keinen Sitz in der Kommission. Ja. Es ist auch wirklich immer so eine kleine Matura für unser Haus. Wir hatten vorletzten Freitag Sprecherprüfung. Und wir waren alle ganz fertig. Du verspürt das im Haus richtig. Ja, ja. Weil natürlich ist die Frage, wie gut haben wir vorbereitet? Und wir hatten eine weiße Matura im Sinne von 11-mal ausgezeichneter Erfolg, einige gute und niemand ist geflogen und niemand hat nur bestanden. Und es war eine strenge Kommission. Also ich war wirklich so ein bisschen, oh mein Gott. Aber das ist schon auch was, wo man dann sieht, okay, da kriegt man Feedback von Menschen, die einfach wirklich tausende Euro verdient haben mit ihren Ausbildungen. Und du hast verschiedene Genres. Das heißt, du wirst ausgebildet auf Nachrichten,
auf Beitrag, Radiobeitrag, ja. Moderationsbeitrag, auf Werbung, da liegt natürlich viel Geld. Ja. Ja. Und vor allen Dingen auch in Richtung Moderation, auch was, mein Social Media braucht mittlerweile kleine Moderationen, dafür ist auch dein Podcast da, es gibt ein Wahlfach. Aber es geht nicht, das habe ich immer wieder den Tango, ja, ich will aber nicht Nachrichten, wurscht. Mhm. Wenn du eine Ausbildung machst, sind wahrscheinlich alles. Auch Dinge dabei, genau. die du jetzt nicht unbedingt ja. willst, aber du musst es können. Ist überall, ja. ja. Genau. Es kann sich halt kein Sender mehr leisten, zu sagen, wir haben nur Nachrichtensprecher ja. oder nur, sondern gerade die Sender, du musst alles können, mhm. oder? Wenn, genau, ja. Dann musst ja. du hin. Ja, ja. auf jeden Fall. Sehr interessant und es macht mega Spaß, dir zuzuhören und ja. ich glaube, das muss man mal ausprobieren, auch mit dir mal eine Stunde zu machen, das wäre super lustig. Wir gehen kurz in die Pause und sind gleich wieder da. Wir sind wieder zurück und wie versprochen, jetzt den zweiten Teil würde ich gern mehr auf Social Media eingehen. Habe aber vorher noch eine kurze Frage. Eins, wo ich immer merke, wo ich ein bisschen hadere, zaudere während einem Gespräch, ist Schlagfertigkeit. Mhm. Kann man das lernen? Ja, das kann man lernen. Mir kommt immer danach, also, das hätte ich eigentlich, das ist mir auf der Zunge gelegen. Und das ist das Problem auch bei Killerphrasen, dass man dann, ja. wenn man heimfährt, denkt man, warum habe ich das nicht gesagt genau. oder das. Ja, man kann es lernen. Es ist nicht etwas, was uns in die Wiege gelegt ist oder was die einen können, die anderen nicht, sondern es sind ganz banale, auch wirklich handwerkliche Dinge, wo man sagt, und sieht man auch im Fernsehen, mei, jetzt ist er in die Falle. Wann immer du das Gefühl hast, du sitzt im Messer der Rechtfertigung, mhm. weil du mit mhm. Ja, aber oder Nein, weil, mhm. dann hat es der andere geschafft. Wenn es der andere schafft, dass wir unser Gesicht und damit unser Recht fertigen, hat er dieses verbale Battle gewonnen. Und da gibt es natürlich Menschen, die sich genau auf das spezialisiert haben, dass man sagt, okay, was heißt das und wieso? Oh, und du sagst, ja schon, aber na bitte, ich war im Urlaub und mhm. schon bist du in diesem Eck. Mhm. Das heißt, hier gibt es natürlich, und das ist leicht. Also Tamara, okay. das ist, okay. schwieriger ist, deine Stimme zu arbeiten. Ja. Tonhöhe ist immer ja. ein Zeichen für Freundlichkeit, mhm. Tontiefe für Glaubwürdigkeit. Und wenn da manche Frauen in Richtung Kopfstimme abzischen, mhm. dann fehlt ihnen diese Erdung der Glaubwürdigkeit. Mhm. Das ist schwieriger, mhm. weil das dann auch unangenehmer für Menschen ist, gerade für Männer in einem Meeting, wenn die wie so ein Moskito in der Höhe redet und man ja. sagt, oh Gott, ja. ja. Aber Schlagfertigkeit, also komm, das, okay. da brauchst du vier Stunden dafür, Ende. Okay. Das kriegen wir hin. Okay. Nehme ich jetzt Einladung an. Ja. okay. Aber jetzt gehen wir zurück auf Social Media, weil das ist doch wirklich ein, es nimmt unser Leben ein, jetzt mit Corona ist es noch schlimmer geworden. Einfach mal meine Frage, was sind so wirklich die größten Don'ts, die du so siehst auf Social Media, wo du sagst, bitte hört's doch auf damit. Also die größten Don'ts sind, sich darzustellen in einer Form, wo man es nicht durchhält und wo man einfach mit freiem Auge, ohne dass man jetzt Social Media Experte ist, sieht, bitte das, was du gerne wärst, bist du nicht und das, was du bist, stellst du gerade nicht dar und mhm. du verkleidest dich in der Sprache, im Habitus, in wie auch immer, mhm. peinlich. Also mhm. immer dann, wenn wir das Gefühl haben, ah, das ist nicht echt, jetzt ist der ganze mhm. Haufen schon nicht echt, dann mhm. besonders nicht. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, Dilettanten ohne Lampenfieber heißt jetzt nicht, dass authentisch sein bedeutet, ich wasche mich jetzt nicht, red furchtbar und red grammatikalisch furchtbar mhm. und dann stoß. Ja. Nein, das ist auch nicht besser. Mhm. Also irgendwie sich zu überlegen, es hockt im Netz der Google-Spinne ein Leben lang. Und mhm. sich ein bisschen zu überlegen, was hockt dort von mir, mhm. was kriege ich auch nicht mehr raus. Mhm. Das ist schon ein Thema, wo ich finde, ja, da hilft es beim schnellen Post, nochmal zu überlegen, kann ich da irgendwo anschrammen? Diffamiere ich vielleicht auch jemanden? Mhm. Verwende ich Worte, wo ich mir nachher denke, hätte nicht sein müssen. Ja. Mhm, das stimmt, ja. Und ich glaube, da muss man sich auch wirklich bewusst sein, da sagst du was ganz Richtiges, es ist ewig in diesem Netz drin. Ja. Und ja, und das ist der größte Gratisverlag der Welt. Weißt ja. du, jeder Idiot ja. kann irgendwie ja. posten und kann. Mhm. Wir haben einen Bürgerjournalismus, wo wir zum Glück viele, die engagiert sind, jetzt ihre Meinung sagen können. Aber das Problem in der Demokratie ist ja, es kann jeder. Mhm. Und es kann jeder auch leider Gottes, ganz egal in welcher Tonspur. Mhm. Und da haben wir dann den Hass-Speech, den Counter-Speech, mhm. ja. Also diese Counter-Geschichten. Wir haben die Trolls. Wir mhm. wissen, dass es auch bezahlte Geschichten gibt. Also das ist natürlich die Kehrseite ja. von der Sache. Ja. Ui, jeder kann was. Ja. Ja. Und es kann jeder einsehen. Also wenn sich
dann einige wundern, dass ein Arbeitgeber irgendwo was gesehen hat und dann nicht mehr so begeistert von jemandem ist. Ich hatte das kürzlich mit einem, wo ich sage, ganz ehrlich, wenn ich mir deinen Insta-Feed anschaue, eine einzige Ego-Nummer von vorne bis hinten, jemand, der nur seine eigenen Videos und sich immer und mal von oben und so weiter, dann muss ich nicht überlegen, ob er teamfähig ist. Nein, ist er offensichtlich nicht. Ja? Also das, wir geben mit allem, was wir tun, auch ein Statement ab und das ist ein bisschen was, also da bist du natürlich im Social-Media-Bereich gefragt, aber das ist ein Problem. Ja, ja, ich muss aber ehrlich auch sagen, zum Beispiel bei mir, bei meiner Community, ich mache auch immer Umfragen, was interessiert euch denn? Ich möchte auf die einzelnen Personen eingehen. Und da kommt halt auch oft wirklich, ja, mich interessiert einfach dein Alltag, was machst du so, nimm uns mit, zeig uns dies oder das. Und dann ist es halt auch normal und gehört dazu, dass man sich halt wirklich auch wirklich mitnimmt und einfach wirklich immer ins Handy spricht. Wobei ich auch sagen muss, es ist immer ein Unterschied, ob ich jetzt mich selber sehe dabei. Dann, ohne dass man jetzt aufgesetzt sein möchte, aber man verändert trotzdem die Stimmlage. Ich glaube, das ist das automatisch. Ja? Ich weiß auch nicht, ich bin da so ein Stückel, ich nehme dich mit in meinen Alltag, heißt ja nicht zwingend, dass dauernd ich die Nasen ins Gesicht halt. Mhm. Ich nehme Menschen auch mit in meinen Alltag. Wenn ich bei meinem Talk mit Tatjana am Podcast Ding, ja, dann würde ich dich jetzt zeigen, weil du bist mein Gast, also will ich, dass du gesehen wirst. Oder wenn ich irgendwo bin beim Interview, zuletzt mit Erwin Steinhauer, dann will ich, dass der Erwin zum 70er, dann soll man den sehen. Ja. Also das heißt, ich glaube, dass diese Egomanie, ich muss jetzt immer im Scheinwerferlicht stehen, ja, die kennen dich zwar, aber ich glaube, es geht auch darum, was zeigt man und mit welchen Menschen umgibt man sich, was zeigt man sonst. Ja. Mhm. Und das gilt auch für Moderatoren. Auf alle Fälle. Ich glaube, die Abwechslung ist halt voll. Genau das dann, ja, genau. Mhm. Heute zum Beispiel habe ich gezeigt, wie mache ich mein Bett oder was esse ich heute schnell, was ziehe ich an, auch ich muss noch schnell bügeln. Mhm. Einfach auch alltägliche Dinge und die Menschen halt auch wirklich teilhaben lassen. Das ist mega wichtig. Mhm. Ja. Also nicht nur aufgestellt, sondern wirklich. Also ganz ehrlich, also wenn dir mal jemand beim Bügeln zuschaut, Tamara, dann haben wir es geschafft, oder? Du, weil das eine Lachnummer wäre, das ist wieder was anderes. Hast du mich schon mal Händenbügeln gesehen? Nein. Aber auch, und das zeigst du uns auch schön, da sind wir auch natürlich in unterschiedlichen Generationen. Wir müssen wissen, dass die Babyboomer 1950 geboren plus minus 9 Jahre anders kommunizieren und das natürlich super affig finden. Das Generation X 1970 geboren, wäre jetzt ich plus minus 9 Jahre, das gerade noch verstehen können, weil das die Gen Y ist und eher die Kinder und das versuchen vor den Babyboomern zu verteidigen. Wogegen die Generation Y 1990 geboren, meine Tochter ist 31, also da habe ich netto eine. Mein Sohn ist Gen Z, der ist 2005 geboren. Und die ganz Kleinen, also wenn ich jetzt die Enkelkinder hernehme, ja, das wird wahrscheinlich wieder die Alpha-Generation sein, da beginnt es neu. Mhm. Wir haben eine neue Generation bei denen, die 2005 geboren sind, nämlich die iGen, die erste Generation, die gänzlich mit dem iPhone aufgewachsen ist. Mhm. Und ich denke mir das auch in der Kommunikation, was Social Media angeht, bei meinen Enkelkindern, die sind jetzt 4 und 1, also echt noch nicht auf. Wir sind da auch sehr streng, also es dürfen keine Dinge gepostet werden. Ich finde, die müssen das selber beurteilen können. Ja. Auch mein Sohn hat mir das radikal verboten und das ist völlig in Ordnung für mich. Ja. Ich finde Facebook mit 16 Jahren früh genug und er mag auch nicht dort sein. Ich finde das okay. Aber wenn du jetzt, also meine Enkeltochter ist 4 und ihr halbes Leben hat sie jetzt durch die Pandemie gehört, du gehst nicht auf die Rutsche, nein, Abstand, Distance und so weiter. Was das mit einer Generation macht, wenn du dein halbes Leben auf Distancing, also da werden wir sehen, ob die sich jetzt dann beim Bügeln zuschauen lassen, das bezweifle ich, da wird es in 20 Jahren einen völlig anderen Dreher geben. Ja. Stimmt auch wieder. Oder das totale Gegenteil. Oh, das könnte auch wieder. Das sind wirklich alles. Genau. Jetzt lernen wir Bügeln. Was ist ein Bügeln? Alexa kann doch nicht bügeln. Alexa, bügeln. Ja, das wäre mal was, oder? Alexa, geh in den Mund. Bist du eigentlich auf Social Media, Pascal? Schon, aber ich bin da ziemlich vorsichtig. Also ich finde das wirklich richtig, was du gesagt hast, man muss wirklich schauen, was man shared. Das heißt, ich habe zum Beispiel keine Bilder, weil ich persönlich auch der Meinung bin, soziale Netzwerke können ziemlich asozial auch sein. Das heißt, wir haben gerade vorher darüber gesprochen, die ganzen Trolls und Hate-Kommentare. Deswegen, ich bewahre mir da meine Distanz und hätte auch eine Frage gleich an dich. Ja, komm. Was würdest du sagen, was ist der richtige Content auf Social Media, wenn man in der Öffentlichkeit steht? Ich finde, und so halte ich es für mich, und das ändert aber nichts dran, dass das jetzt wahrscheinlich nicht, nein, ich lasse die Menschen nicht zuschauen, ja, ich bügle auch nicht, muss man dazu sagen, ja, ich kaufe nur Sachen, die man nicht bügelt.
bügeln muss. So. Aber ich schaue, dass es immer auch irgendwie Content und Tipps reich ist. Ich will, dass wenn ich irgendwie einen Podcast mache oder auf Social Media bin, dass die Menschen draus irgendwann, also wenn jetzt zum Beispiel sowas wie die 5 Tipps heute für die Schlagfertigkeit beim Interview oder 5 Tipps für irgendwie was, es müssen nicht immer 3 und 5 sein, aber so, dass der das Gefühl hat, die macht es nicht für sich. Ja, aber mit 51, ganz ehrlich, also wäre jetzt nicht nur mein Thema, sondern okay, die überlegt sich auch, wie könnte es für mich spannend sein. Natürlich überlegt sie sich das, damit man dann in der Erstanalyse kommt, ist ja erlaubt, aber sie macht es nicht nur für die eigene Nabelschau. Mhm. Und das ist ein bisschen so der Punkt, wo ich glaube, dieses Content-Ding, der Unterschied im Marketing war, dass wir in den 80er Jahren die Push-Geschichte hatten. Also Scones, jetzt Kauf, alles übers Geld gemacht wird. Heute sind wir in der Sogwirkung eher dabei, in die Pull-Strategie zu gehen und die braucht Tipps und Content. Mhm. Ja, da ist Google wieder verantwortlich, weil das ist, wonach die Leute suchen. Genau. Ne? Genau. So wird man dann halt auch gefunden. So wird man gefunden. Ist wichtig. Sprechen.com. Sehr gut. Hast du noch irgendwelche Fragen? Ja, bezüglich der Ausbildung nochmal zurück. Das taucht ja. Wie kann man sich das vorstellen? Ich kann mir darunter jetzt nicht viel vorstellen, weil es einfach so viel gibt. Wie funktioniert das? Kannst du mal also die Erstanalyse, wie gesagt, die kann man sich ausmachen. Da kommt man zu mir nach Wien. Es gibt ganz, ganz viele Moderatoren, die ich ausgebildet habe, die nie in Wien waren, weil die online gearbeitet haben. Beides geht. Ich mag es natürlich lieber, wenn jemand zu mir in die Schule des Sprechens in den ersten Bezirk kommt. Aber wie gesagt, es gibt viele in Köln, in Hamburg, die ich dort betreue seit vielen Jahren. Und du hast deine Stunde. Das heißt, du musst Texte lesen, unterschiedliche Textfarben herstellen können. Du musst schauen können, wie kannst du jetzt wirklich was in der straighten Anmoderation machen im Sinne von die Zeit in 5 Sekunden, 18 Uhr, wie gehen Nachrichten versus Ellen Beatrix, der Care Company. Also es geht um Sounds. Es geht darum, was kannst du und auch ein Stückel, was mag ich eigentlich? Mhm. Denn sehr oft hat es die Stimme eines Menschen entschieden. Ich erinnere mich an einen Moderator, der definitiv nicht Nachrichten wollte, aber er hatte eine Nachrichtenstimme. Und damit hat er heute schon viele 1000 Euro verdient. Sehr cool. Weil das einfach, wo ich sage, es tut mir leid, aber du bist Nachrichtenfrecher und jetzt bist du auch noch Journalist, also es passt ja ganz. Na, aber komm, das ist, ich wollte immer was Lustiges. Lustig finde ich kein Mensch, ganz ehrlich. Also, das ist hart. Ja, kann ja privat sein, aber nicht beruflich. Wir müssen leider schon Schluss machen für heute. Die Zeit ist urschnell vergangen. Es wird noch ganz viele Tipps und Tricks von der Tatjana auf ö24.at geben. Hoffentlich sehen wir uns wieder mal und können da weitermachen und weiterquatschen. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.